Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Foodtour. Es ist offiziell minus 14 Grad. Was gibt es Besseres an einem kalten Tag mit einem leckeren Frühstück? Und was kommt dir da in den Sinn, Osan? Ein schöner, warmer Osan-Sub. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, hey, Junge, was nervt ihr? Alter, ihr seid in Amerika und ihr könnt bei Subway essen? Ja, um mal eine Sache von vornherein zu klären, was der beste Sub ist, damit ihr Bescheid wisst. Und deswegen bleibt dran. Subway, dank uns später. Wie wird der Osan-Sub belegt? Cheese Oregano Brot, Thunfisch, Cheddar-Käse, Mais, Zwiebeln, Jalapenos, Mayonnaise, Honey Mustard, Chipotle. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und ihr habt den besten Sub aller Zeiten. Überzeugt euch selbst. But I will warn you, this will be the best sub do you ever made in your life. Ich hab's gesagt. Tuna, everything is tuna. Schönes Brot, Bruder. Das Problem hier ist, der Sub kann ein bisschen abweichen im Vergleich zu Deutschland, weil die andere Zutaten benutzen. Aber ihr wisst ja, wie ihr ihn macht. Und wichtig ist, wenn ihr den gegessen habt, schreibt uns mal bitte privat, wie ihr den fandet. Und auch sehr gerne in die Kommentare, weil die YouTube-Kommentare sind auch gut für den Algorithmus. Das sind schön, schön Soßen. Das Einzige, was hier in Amerika fehlt, ist Mais. And buy a Chipotle. Nicht vergessen, Freunde. In Deutschland müsst ihr auf euren Sub Mais drauf machen. Ja. Das verändert den Geschmack um 80%. Und so sieht der ganze Spaß aus. Mal gucken, was der in Amerika drauf hat. Bereit? Bereit, Bruder. Wow. Ein Genuss, wirklich. Ein Genuss. Wer einen besseren Sub hat, er soll sich melden. Es gibt keinen besseren Sub. Aber er soll sich bitte erst melden, nachdem er den gegessen hat, okay? Danach könnt ihr gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Okay, Tommy. Now, it's your turn. Let's go. Hell yeah. It's fucking amazing. Wir laufen jetzt nicht Eis in New York, sondern essen jetzt Mozzarella Sticks. Lecker. Ich mag Mozzarella Sticks. Hello. You wanna order 2 Mozzarella Cheese Sticks? What's this? Ramen. Ramen I want with this. And this is potato? I take with potato. Bruder, wie sieht das aus, Alter? Wow, das kostet was? $25? $25. Okay. 20. 1, 2, 3. Oh oh. You have a dollar from me for a panner. Warum kaufst du immer so teure Sachen? Aber sieht lecker aus. Ey, Bruder, die nehmen gerade wirklich 2,5 Euro. Thank you. Corn Dog. 25 Dollar kriegst du 2 Iskender in Deutschland. Allah. Naja, alles im Lot. Wir verderben uns jetzt nicht die Weihnachtsstimmung, okay? Ja. Unsere Lazy Dogs sind fertig. Ich möchte mit Senf. Oh. Okay, okay. Und mit Ketchup. Ja, 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 kann man machen. Du auch? Nee, ich esse ohne gar nichts. Okay. Onun kızı çağırdı, yalnızca kimseyi görünmeden. Ey, ya. $25 gitti, yalnızca görmeden. Okay, Tommy, what do you think about this? It looks delicious. Really? Wow! Wow, $25 für Käse. Mm, I like that, buddy. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Sehr interessant. Ziemlich teuer, aber interessant. Hat jemand Senf bestellt? Oha. Boah, in Deutschland gibt es gebratene Äpfel, hier gibt es gebratene Käse. Meine Damen und Herren, das war's noch nicht mit dem Video, aber das war's für heute. Denn es ist viel zu kalt im wunderschönen New York. Wir sehen uns morgen wieder. Ein neuer Tag, ein neues Essen. Sieht das nicht wunderschön aus, meine Damen und Herren? Ja, meinst du mich? Nee, dich nicht. Ich mein Tommy. Ich bin noch so voll von den letzten Tagen. Ich werde alles reinstopfen, was geht. Guck mal, da ist die Freiheitsstatue. Heute seht ihr nicht nur Essen, heute seht ihr schöne Ecken aus New York. Wir sind in Harlem. Harlem ist really Gangster. Gangster, Baby. Schau euch das an. Da hinten sind die Projects. Wisst ihr, was Projects sind? Nein? Dann googelt es. Wir probieren mal den Kaffee in Harlem. Kijan, probier mal auch. This is Rutgers Park right here. This is where all the legends play basketball. Behind this is the projects. Okay. Die Leute, die hier wohnen, kommen nicht aus so guten Verhältnissen, versuchen hier berühmt zu werden, um hier rauszukommen aus dem Loch. Weißt du, wie ich meine? Voll geil. Cool, die quatschen jetzt den Jungen an. Osan wird gegen diesen Jungen spielen. In Amerika ist das so viel üblich, ein bisschen um Geld zu spielen. Wir machen natürlich gerade nur für Content. Die spielen bis 3 oder bis 5. Wir haben hier Adams aus Queens, New York. Das wird ein 1 gegen 1 Battle. Komm, Adams. Aha. Oh! Dope, dope shit, dope shit. Oh! Oh, shit! Allah hat sich gefickt. Letzter Punkt. Oh, shit! Gib ihm seine $10 und komm nie wieder hin, okay? To $10, buddy. It's the game. Okay, Tommy, what do we have over there? Was haben wir hier drüben? So, this is the Apollo Theater. This is where big performances happen, like Jackson 5, Billie Holiday, famous rappers like Fat Joe, Wu-Tang Clan. If you perform here, you're famous all around the world. This is the hardest place to perform, because only the best come here, nobody else. Geil, oder? Und jetzt war ich auch hier. Angekommen beim Yankee Stadium. Now we're starting our Bronx Tour. First thing we're gonna see is the Yankee Stadium. Yankees, Yankees, Yankees. Wann essen wir endlich? Das ist dieses Logo, was jeder als Cappy trägt, ohne zu wissen, woher es kommt. Hier kommt's her. Bitteschön, kein Problem. Gern gemacht. Immer noch in der Bronx und jetzt essen wir eine Pizza bei Giovanni. Es soll hier wohl sehr weltberühmt sein. Nee, es soll in der Bronx bekannt sein. Giovanni ist ein Verwandter von Tommy und er meinte, er soll hier richtig gut schmecken. Ja, let's go. Hier gibt es Wings and Salat. Das kann nur gut sein. Okay, okay. Ich wünschte, ihr könnt das riechen, Jungs und Mädels da draußen. Es riecht sehr lecker. So sieht die Pizza aus.
Ich frag mich doch, Giovanni ist ein Verwandter von uns, wie geht's? Gut, gut, und selbst? Auch gut, Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Herzlich willkommen. Dankeschön, dankeschön. Happy Holidays, guys, happy Holidays. Yemek, yemek, yemek. Kannst du gerade. Giovanni bringt gerade die Pizza. Wir haben gerade rausgefunden, dass sie aus Kosovo sind. Er heißt nicht Giovanni. Doch. Er heißt Spätkin. Kaimak, Kaimak, Boyram. Kaimak? Boyram, Mösteri. Wow, what eine Pizza. Wow, thank you so much. Bro, this is fucking big. Oh. Eine schöne, schöne, große Pizza. Ich wünsche, ihr könnt das riechen. Mit scharf oder unscharf? Mit scharf, ja. Eine Hälfte mit Brokkoli, Knoblauch und eine Hälfte Margarita. Guck, was die Pizza drauf hat. Oh yeah. Bismillah. Boah, sieht schon geil aus, Bruder. Ich muss sagen, Alter. Die schmeckt auch sehr geil. Schmeckt fast wie die Pizza aus dem anderen Video. Wow, bro, look at this. Genau wie die Albaners in Deutschland drauf waren, Pizza zu machen, haben die so in der Bronx drauf, Pizza zu machen, oder? Ja, Mann. Also, die albanisch-amerikanisch-italienische Pizza schmeckt top. Die ist echt sehr, sehr gut, Bruder. Sehr, sehr gut. I love New York. Wow. Hip-Hop kommt von hier, meine Damen und Herren. Wo sind wir? DJ Herc was one of the first DJs to start Hip-Hop. He started right over here. Ah, hier ist eine Karte, DJ. Angekommen in der Wall Street. Hier gibt es einen Imbisswagen, wo es die besten Pommes in ganz New York gibt. Nee, auf der Wall Street. Auf der Wall Street, genau. Ein schöner, netter Imbiss. Es ist auch immer sehr arschkalt in New York. Trotzdem sind die Leute hier, um mit diesem Stier ein Foto zu machen. Krass, oder? Schöne, schöne Pommes. Sehr berühmt mit Käse. Und, ja. Bro, du bist so rot im Gesicht. Das ist ja kalt. Tommy. Die Leute haben kommentiert, dass ich und Tommy uns sehr ähnlich sind und vielleicht verwandt sind. Ja schon, Alter. Ihr seht aus wie Zwillinge von hier. Und ein anderer hat kommentiert, dass Tommy ein Remix von mir und Ostern ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr drauf gekommen seid. Oh, wie schmecken die Pommes? Ja. Ja. Gut, gut. Bro, it's fucking gangster shit. Aber 7 Dollar ist schon Scam, Bruder. Guter Scam. Schöner, schöner Touristen-Scam. 7 Dollar für tiefgelegte Pommes? Stark. Angekommen in Chinatown. Chinatown of Brooklyn. Okay. Wir gehen Dumpling hier, Jess. Heute essen wir Dumpling. Das sind wohl gefüllte Pilze. With what? With beef and chives. Oh. Pilze? Ja. Nein, das sind Teigtaschen. Dann eben Teigtaschen. Twins Dumpling King. Kommt einfach mit rein. Ja, man kann halt nicht immer kreativ sein. Da sind wir also. Okay, wir haben hier Garnelentaschen. What the fuck, Bro? What the fuck? Okay. Sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Was hast du jetzt gesagt? Bruder, Benji, einfach alles rau und dann durchmischen. Meinst du? Ja, Mann. Okay, komm. Oh, okay, okay, okay. Also das Ganze hat 4 Dollar gekostet. 4 Dollar für 5 Shrimps. Okay, jetzt scharfe Soße. Okay, okay, okay. Zack, okay, zack, zack. Okay. Sieht aus wie eine Sushi-Bar. I want this one, yes. Shrimpy Boy. Augen auf, ja, boah, geil, komm, komm, sag es. Ja, kann man machen. Echt? Aber machen muss man aber nicht. Okay, Tommy, it's your turn, buddy. Adi, bismillah. Hey, Osa, no, it's your turn. Wirklich? Ist gut, ja? Ey, sind wirklich gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Doch, muss man. Das ist bisher das Günstigste, was wir gegessen haben. Immer werden seine Sachen dreckig. Ein solides Frühstück. Was machst du da? Ich trinke Sojasauce. That's pretty good. Angekommen bei einem schönen Albaner. Shqiptar. Die Albaner dürfen natürlich niemals fehlen. Wir essen jetzt Cevapcici. Gleitstraße. Essig-Cevapcici. Jeder kriegt gleich eine Portion mit 5 Cevaps. Schöne, schöne Cevapcici. Wir haben hier gerade albanisches, frisches, warmes Brot bekommen. Oh, schöne, schöne kleine Cevaps. Halbe sieht sehr clean aus. Sehr soft und sehr clean. Köfte mit Kaimak? Alter, kannst du, Bruder, Bro. I don't know. You ready for this? Yeah, I am ready for this. Nein, Bruder. Bro, da ist sogar Honig drauf. Wir sehen das von hier. Nein. Egal, was du sagst, glaubt ihr nicht. Nein. Chewab. Do you see the Dampf? Oh, do you man. See the Dampf? Bro, the bread ist Pamuk sein Vater. Wir nehmen dieses Chewab-Chichi, packen das in Brot rein, pumpen das in die scharfe Soße und dann entsteht sowas, meine Damen und Herren. Echt so krass? Wow, 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 hippie, hippie, Bruder. Mehr sag ich dazu nicht. Okay, davon will ich mich erstmal selber zeigen. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Wir machen es aber auf die türkische Art. Ketchup, ein bisschen Zwiebeln, zack. Dann rein damit.
Boah, ist das saftig, Bruder. Also ich muss zugeben, das war bisher das beste Essen, was wir gegessen haben in Amerika. Die Albaner sind überall. Also dieser Laden hat es auf jeden Fall drauf, Wallah. Ich habe den Teller weggeputzt. Das war offiziell der beste Cevapcici, den ich je gegessen habe. Ohne Witz. Also ich sage das jetzt nicht fürs Video, es war wirklich unglaublich lecker. Also wenn ihr zufällig in Brooklyn seid, dann kommt zu Arberia. Der Laden ist wirklich empfehlenswert. Und dann schreibt es auch wirklich in die Kommentare, wie ihr es fandet. Das ist keine Verarsche, was ich hier mache. Immer ehrliche Meinung. Ich habe jetzt gerade nochmal mit dem Besitzer gesprochen. Die stehen immer 2 Stunden vor Ladenwegen auf und machen alles frisch. Und das hast du wirklich rausgeschmeckt. Das war bisher das frischeste, was ich hier gegessen habe. Sehr lecker, sehr empfehlenswert. Okay, Tommy, Nerdis. Murray's Cheese. Nejes, Bruder. Mac and Cheese, baby. Mac and Cheese. Weißt du, was Mac and Cheese sind? Ja, Nudelauflauf. Mit schön viel Käse. We know Cheese. Ja, da bin ich mal gespannt hier. Hier riecht nach Käse, Alter. Was ist denn hier los? Ich wollte zwar Käse haben, aber so viel Käse wollte ich jetzt auch nicht. Na, das ist ein Käseland, John. Mac and Cheese. Alter, hat jemand Käse bestellt? Ich glaube, das ist das erste Video, was man riechen kann. 8 Kilo Käse, bitte. Ich hätte gerne eine Tonne Käse zum Frühstück. Mac is back and cheeser than ever. Ey, die haben die Story von Echo Fresh geklaut. Egg is back. Ich bleib so, werde mich nicht ändern. Werd mein Leben ein bisschen verändern. Deutschland, habt ihr's gecheckt? Jo, sag's deinen Freunden, Egg is back. Weiß ich jetzt nicht. Ich hätte gerne einen Mac and Cheese, bitte. Denn ich bin ein bisschen fett. Schaut euch das an. Wow. Ach, that's du amazing. Heilige. Wow. Oh mein Gott. Hat jemand überbackene Nudeln bestellt? Es ist schön warm, meine Damen und Herren. Echt? Ich dachte, es ist kalt. Eine für dich, eine für mich. Schau mal, wie cool sehen diese Gabeln aus, Alter. Oh. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt kein einfacheres Essen als Nudeln mit Käse überbacken. Ess doch einfach. Und los. Boah. Macaroni with the chicken shrimps. Geil. Boah. Weißt du, was hier fehlt? Tabasco. Boah. Das ist hochqualitativer Käse, nicht so für 1 Euro von Edeka, du weißt doch. Boah, das ist sehr gut. Das ist wirklich amazing. Come on, bro. Come on. It's amazing. I like New York. Let's go, Tommy. That's fucking amazing. That's amazing. Amazing. Was für einen besseren Nachtisch gibt es bei minus 10 Grad in New York? Mac and Cheese. Nein. Eiscreme. What the fuck? Und da sind wir auch schon. Unser Eis ist bereit. Nee, Bruder. Halb New York hat das schon. Schaut euch diesen Laden an. Boah, krass, oder? Es riecht auch richtig krass hier. Wir haben gerade für 2 Waffeln Eis 14 Euro bezahlt für eine Kugel. Oh Mann, ey. Ich glaube, Nusret hat da Gold drauf gemacht. Naja, auf Nusret sind viele Leute gerade nicht gut anzusprechen. Aber wir stehen trotzdem hinter Nusret. Boah, was ist denn hier los, Alter? Oh. Das erwarte ich auch für 13 Euro. Eine schöne, schöne Eiskugel. Wow. Das nenne ich mal Kugel. Okay, dann schauen wir mal, was der teuerste Eis der Welt drauf hat. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Übertreib die Lage nicht. Das ist ein ganz normales Eis. Schmeckt nach ganz normalem Eis. Mit Schokolade. Schmeckt nach ganz normalem Zitroneneis. Schmeckt nach ganz normalem Zitroneneis, Bruder. Habt ihr es gefickt für 14 Dollar? Ich glaube, wir müssen hier einen Laden aufmachen, ja. Bruder. Unglaublich. I love New York. I like New York. Oh mein Gott, Tommy, what are you doing, man? Whip cream girl, there. Oh mein Gott. Ein schöner Junge am Eis essen. Meine Damen und Herren, das war's dann auch schon wieder mit dem Food-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir noch einmal nach Amerika. Okay, tschüss.